Willkommen zurück hier bei Witcher 3 und ja, schauen wir doch mal, ob wir diesen Werwolf nicht irgendwie erledigt bekommen. Das ist ja wirklich, ich meine, der hat uns jetzt schon zweimal total zerlegt. Vielleicht sind wir auch einfach nicht stark genug dafür. So, Schutzschild aktiviert. Und dann gucken wir mal. Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. So, geht doch. Kehr so. Kehr um. Wer bist du? So, müssen wir jetzt hier Igni machen. Das ist ja nice. Ah, alles klar. Alles klar, cool. Fort, hinfort, hinfort, hinfort. Ah, ist ja schön. Scheint nicht zu brennen, dann werden wir wohl da umtauchen müssen. Was bist du? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Wehen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Kennst du die Mumen wohl gut? Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben.
Ich sah Frauen und sogar Kinder tot auf diesem Hügel liegen. Wollten auch sie dich vernichten? Vor der Natur, dem Wald, der Erde ist Tod gleich Tod. Sind alle Tode gleich. Ich weine, ich jammere. Niemand hört mich. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos, ein Blätterlabyrinth. Die Kinder, ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück und keine Straßen nach Art Zerbin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Ja, gut. Ich würde sagen, wir helfen ihr jetzt mal und wenn sie sich nicht benimmt, dann hauen wir sie zu Klump. Wenn du die Weißen von der Wiese retten kannst, helfe ich dir. Ich werde sie finden. Befreie. Öffne die Tür meines Käfigs. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe, schwarz wie die Nacht selbst, nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Ich habe die Rabenfedern. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd, aus Sturm geboren. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross von feuchten Wiesen. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit, gen Westen. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Kehr zurück zu den Tiefen des Hügels, zum verrotteten Herz des Baums. Durchstich mein Herz, lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt, kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Danke. So, eieiei, schon wieder eine Folgequest. Hier jagt ja wirklich eine Quest die nächste. Oh, da liegt noch ein Toter. Können wir da irgendwas gucken? Nee. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir uns doch mal auf und suchen die Knochen. Und dann schauen wir mal. Aua!
Ey! Wir sollten wirklich mal ein bisschen leveln, habe ich das Gefühl. Sowas. Aber dann schauen wir doch mal, wir hatten doch hier einen neuen Punkt bekommen. Genau. So, was machen wir denn mal? Ja, machen wir doch. Achso, das geht gar nicht. Achso, ne, mit X, genau, so. So, 10% mehr Schaden. Dann haben wir uns direkt nochmal eine Schwalbe in den Kopf. Seltsame Knochen sehen nicht menschlich aus. So, da müssen wir uns jetzt noch einen Galopper suchen. Noch feuchter gehen die Wiesen nicht wie im Moment. Sollten doch, da ist doch ein Pferd. Dann bin ich aber mal gespannt, ob sich unser Vertrauen bezahlt macht. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Da ist mir viel zu viel Zerstörung mit dabei. Sind die Raben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut ist, was ich hier tue. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Thank you.
Ja. Befreie die Kinder. Ja. Ein Wort muss gehalten werden. Sieht echt cool aus mit den roten Augen. Kann ich dich nicht anstatt Plötze haben? Das sieht doch viel cooler aus. Ich dachte, du bist der Wind, der Sturm. Los, Hoppigaloppi. In dem Tempo hätte ich die Kinder auch retten können. Los. Meine Güte, meine Güte. El Plötze bei Fuß. Hä? Was sind denn da für Leute? Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich hab von sowas generell. Wir wollen keine den Ahnung. Leuten ja keine Angst machen. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Da habe ich ja selber Schmerzen. Aha. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ich habe hier richtig Gänsehaut. Oh Mann. Yay, Stufe 7. Wuhu. Ach, okay, wir waren Stufe 6. Dann ist es kein Wunder, dass wir gegen den Stufe 9 Werwolf solche Probleme hatten. Na, dafür haben wir uns doch richtig gut geschlagen. Gut, dann schauen wir jetzt mal, was jetzt passiert. Steck dein Schwert weg, Junge! Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann.
Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Ja, besonders die Rechte mit dem Kaninchen am Gürtel. Sehr sexy. Wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Aber hallo. Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen! Bockig, selbstsüchtig. Das klingt nach Ciri. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand so von uns kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Gekommen, dich zu heilen!
Ich muss sagen, der Kampf mit Ciri gefällt mir wesentlich besser als der mit Geralt. Das Beamen macht echt Spaß. Einige Zeit später. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. So, ich möchte die drei jetzt zerlegen. Ihr habt versucht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das vergebe ich euch die nicht. Müssen jetzt weg. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, Mann, dann lass sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Hey, bleibt hier! Gut, dann wissen wir auf alle Fälle schon mal, was mit der Anna passiert ist. Sehr schön. Gut. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich glaube, wir machen uns jetzt auf zum Baron. Gucken, ob wir irgendwo ein Schnellreiseding finden. So, hier war doch irgendwo eins, wenn ich mich nicht vertue. Da? Ne, das ist nur ein Baum. Hätte ich gewusst, dass das so weit ist, hätte ich doch Plätze genommen. Na ja, komm. Muss ja jetzt gleich irgendwo mal was kommen. Hier war auch nichts. Oh, jetzt reicht's. Jetzt reite ich.
Weiter so, Plätze. So, und garantiert kommt dann jetzt in 2 Metern so ein Tal. Mann, es sieht wirklich echt super aus hier. Ah, ich feiere das. So, Leutgens, da, ihr habt doch, genau, so ein Schnellreiseding. Langsam. Ah, schön, da wird gefightet. Und du bist der Hexenmann? Genau, ich komme irgendwann wieder. Ich muss jetzt gerade mal hier zum Krähenfels. Und was der Rote Baron zu sagen hat, das sehen wir dann in der nächsten Episode hier bei Witcher 3 auf Kellerkind.org. Bis dahin, ciao!